Es gibt so viele Indie-Titel, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. So unter anderem dieses hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei uns. Mal passend zu der Indie-Booth-Arena im Rahmen der Gamescom. Und dieses Game ist tatsächlich auch etwas ganz Besonderes. Frank and Drake, so nennt sich das Ganze. Ihr seht es jetzt gerade erst. Kein Problem, wenn ihr es ein bisschen später seht. Aber solche Games kommen auch mal ein bisschen zeitversetzt bei euch ab und zu mal an, aber kein Problem. Wir starten das ganze Spiel. Headphones sind natürlich am besten geeignet, deswegen machen wir das Ganze auch mit Headphones, beziehungsweise ich mache es ja, ich höre mich ja unter anderem über die Kopfhörer ja auch nochmal selber. Das ist ja kein großes Problem, ne? So, wir starten. Hier so ein bisschen Schrott sammeln. Keine Ahnung. A 2-in-1 in minor to the short time. And how to lose the pens. Oh, okay. Untravel the message. Bug out. Keep your home pest free. Schön. Frank. Den wollte ich gerne öffnen. The pillow are ready. Okay. Thank you.
So, unsere Person. Dreckswürm. Wir haben keine Connections. Nichts. Thank you.
Flyer, die ich jetzt hier bekommen habe. Ja, okay, ja. Thank you.
Okay. Ich pinne mir den da mal an. So, Distance zu Drake, ganz weit weg. Frank. Das ist Drake. Thank you.
Kreuzworträtsel. Oh Gott. Oh Gott. Wir machen sowas noch. Somewhere in the library. Oh nee. Das heißt, es ist nach dem Schlüssel suchen oder was? Ach Gott, nein. Als hätte ich mir nicht gedacht, dass der genau da ist. Ja, ja. So, wir haben eine Schlüssel gefunden. Was für ein einziges Fenster, ne? Also mein Gott. Das ist ja schlimm, dieses Fenster. Vorher sieht auch nicht besser aus. Ach ja. Wir kennen das ja alles, ne? Ja. Oh.
Ja, danke. Das ist jetzt so ein ganz gutes Phänomen, ne? Übersehe ich hier was? Durch, aber das kann es ja nicht sein. Hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Ja, dann ist das logisch, dass man das natürlich nicht hinbekommt, wenn man zu schnell ist. Eine Winkelkatze, oh wie schön.
Okay. Nochmal machen? Oh nee, oh shit. So. Wir haben uns ja verstanden, das sind so die Mitteldinger. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das sein könnte, was das jetzt für ein Ergebnis sein könnte. Wir dürfen die ja hier nicht berühren. Ein Hobo-Symbol. Ach, okay. Das ist die 07077.
Wer bist du denn? Das. Was ist das für ein Typ? Was möchtest du uns damit sagen? Sollen wir da dieses Papiere da nehmen? Hier ist eine Karte. Gotham Movie. Okay. Schon wieder zwei Gotham Movie Karten. Sehen können, ob dahinter was liegt, ne? Ah, hier. Zusammen. Aber das sieht mir irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Oh, das ist jetzt natürlich wieder schwierig, ne? Wie läuft ein Hund? Eigentlich kommt er ja dann mit den Hinterpfoten wieder vorher auf. Wenn er hier schwebt. Aber das kann ja schon mal nicht sein. Okay, wollen wir das hier mal ein bisschen chronologisch machen? Also, das ist schon mal falsch. Vor allem dieser Fortlauf, der ist schon falsch. Ach, aber wir können uns hier auch an den Wäldern orientieren. Nein. Nein. Und da vielleicht? Passt das? Kann passen. Gut.
locker nicht. Dahin? Nein. Kann das der sein? Auch nicht. Das ist aber hundertprozentig da. So, hier kommt ein Berg. Sie. Ich glaube, das ist hier. Ja. So, dann muss ja rechts ein Baum anfangen. Nein. Hier muss ein Berg aufhören. So. So, wenn dieser Berg aufhört, müsste hier ein Baum beginnen. Nee, halt. Das ist das, hundertprozentig. So, jetzt müssen wir hier nach einem Bergende gucken. Hier. So. Das müsste jetzt gefolgt sein von einem hohen Teil. Hier. Genau. Das muss dann mit einem Strauch wieder enden. Haben wir hier. Machen wir das mal chronologisch. Wir können das ja. So, hier muss ein... Geht das dahin? Gucken wir. Sieht falsch aus, ne? Ja. Kann das der sein? Das passt eigentlich auch nicht. Was ist denn da? Kann das der sein? Der kann das sein. Kommen wir vom Nichts. Ah, nee. Mach hier wieder alles kaputt, ne? Hier. Nee. Doch. Das kann der sein. Nein. Niemals. Das dahin. So. Dann folgt hier wahrscheinlich der. Gucken wir mal. Nach dem Ast. Nee. Shit. So ruhig, ne? Oder folgt jetzt das? Wo sind wir denn? Wir sind auf klassisch. Die im Moment gerade auf dieser Höhe.
Also. Hier muss ein Baum. Das ist aber richtig. Soweit ich das sehe. So, und ab hier geht's dann los. Was kann da kommen? Kann da das kommen? Aber was macht der Hund denn? Nee, das kann kommen. Ja, das. Dann kommt das. Das passt auch nicht so ganz aufeinander, ne? Das ja ist richtig, ne? Ich guck noch mal. Nee. Kann aber auch der sein. Moment. Doch der. So. Baum. Ende vom Baum. Falscher Baumteil. Du, das muss das sein. Anders geht. Der ist falsch. Das sehe ich hier schon. Da ist was falsch. Nee, kann nicht. Kann nicht. Zurück. Hier oben ist ein Zipfel, das kann es ja auch nicht sein, ne? Wisst ihr was? Was ihr einfach mal machen könnt? Probiert es doch einfach mal selber ein bisschen aus. Frank and Drake, ein wunderschönes Spiel. Falls es euch interessiert, schaut es euch gerne doch mal an. Wir können hier. Nee, können wir nicht. Schade, ich wollte euch Credits noch zeigen, aber gibt's nicht. Wenn es keine Credits gibt, dann zeige ich euch keine Credits. Schaut es euch gerne an und wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Passend zu den Indie-Games. Genau. Bis später. Ciao.